Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video des Kölschen Schatzsuchers. Ich bin der Markus und ich bin heute ganz allein, so wie ihr seht. Daniel und Pino konnten nicht. Daniel musste arbeiten, Pino ist krank. Ich habe mir heute mal die Zeit genommen, bin ein wenig rumgefahren, habe nach freien Feldern gesucht. Es ist ja schon die dritte Woche nach Startsaison der Ackersaison und viele Bauern haben jetzt schon ihre Felder gegrubbert, viele auch schon gepflügt, aber auch viele sind noch nicht bearbeitet worden, da die Bauern zurzeit hier im Eifler Raum den Hochwassergeschädigten bei dem Aufräumen helfen. An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an die Landwirte, die sich dort die Zeit nehmen, den Leuten zu helfen. Ja, so, jetzt zum Eigentlichen. Ja, ich bin jetzt heute gut und gerne schon 2 Stunden durch die Gegend gefahren und bin dann zu meinem oder vielmehr zu unserem neuen Lieblingsacker gekommen. Und siehe da, er hatte hier auch noch Erbsen stehen. Ich glaube, das sind Futtererbsen, deswegen standen die noch ziemlich lang. Die sind wohl diese Woche abgemäht worden. Und dort ist eine große römische Ziegelstreuung drauf. Im letzten Jahr habt ihr ja in meiner Folge die Zügelführung gesehen und die keltische Münze, die ich gefunden habe, oder vielmehr die 2 keltischen Münzen. Darunter war ein Aduatuker und das keltische Regenbogenschüsselchen aus Bilon. Ja, heute versuche ich wieder mein Glück auf diesem Acker oder zumindest auf einem Teilstück davon. Ja, ich werde euch dazu mitnehmen. Kurze Info zu meinem Gerät. Viele, die mich abonniert haben, wissen ja, oder die mich auch kennen, ich benutze einen XP Deus in Kombination mit der elliptischen Spule. Man kann natürlich auch alle anderen Spulen benutzen, aber ich komme zurzeit oder seit 2 Jahren sehr gut zurecht und bin absolut zufrieden mit der Kombination elliptische Spule Deus. Aber ihr könnt auch die runde HF oder die 28 oder die 28x34 oder egal was für einen auch die älteren nehmen. Also spielt keine Rolle. Nur meine Lieblingskombination ist eben Deus mit der kleinen elliptischen HF. Ja, vorweg noch ein großes Dankeschön an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Jochen ist nicht nur mein Sponsor, sondern ein guter Freund und er begleitet mich auf meinen Treffen schon seit vielen Jahren. Also nochmal an dieser Stelle, danke Jochen. Ja, und wir sehen uns gleich wieder auf dem Acker. Dann werde ich euch meine Einstellung kurz zeigen und dann hoffe ich, dass ich erfolgreich bin, dass ich heute ein paar schöne Funde für euch mache oder für mich auch viel mehr für mich. Wie gesagt, ich bin alleine. Ich kann meinen Gedanken heute mal freien Lauf lassen. Das ist auch mal nötig für mich. Ich habe, ja, wie gesagt, Probleme, die euch vielleicht nicht interessieren, aber die mir ziemlich nahe gehen zurzeit. Und ich hoffe, dass ich hier durch die Runde mal wieder ein bisschen kopffrei werde. Das Video wird natürlich nicht irgendwann im September oder im Oktober kommen. Ich weiß noch nicht, wann ich es online setze, weil ich habe noch ein Video zuvor, was auf der Platte liegt, was hochgeladen wird. Und eventuell kommt natürlich vorab das Treffen. Wir sind jetzt im Monat August und ich denke mal, das Treffen hat Vorrang. Es wird irgendwann kommen. Also, wir sehen uns gleich auf dem Acker. Also bis dahin, bis gleich. So, ich bin jetzt auf dem Acker angekommen und habe mein Deus schon mal eingeschaltet. Vorweg an dieser Stelle,
Wer das Video mag, kann jetzt schon mal ein Like da lassen. Wer mich noch nicht abonniert hat, sollte mich abonnieren oder kann mich abonnieren. Empfehlt mich weiter, teilt das Video hinterher zum Schluss. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen. So, vorweg, ich benutze mein Ackerprogramm. Viele kennen das ja und haben es auch in den Facebook-Gruppen schon gesehen, wo ich es gepostet habe. Das Ackerprogramm habe ich mit dem Werksprogramm HOT generiert. Warum nehme ich das HOT-Programm? Ja, das HOT-Programm ist nicht so extrem wie das Tiefprogramm. Das heißt, das Tief verzeiht euch keine, ich sag mal, Interferenzen durch Stromleitungen, durch andere, ja, ich sag mal, elektrischen Einflüsse wie Handys und sowas. Ihr habt da immer mehr Störungen, gerade auch unter Hochspannung. Das HOT-Programm ist ein bisschen weicher, sagen wir mal. So, wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe ihn eingeschaltet und ihr seid jetzt mit bei den Einstellungen. Alles klar. So, wir fangen natürlich erstmal mit der Ground Balance an. Dazu gehen wir in das Menü Ground Balance rein und gehen dort auf Pumpen. Wir starten diesen Vorgang und pumpen ca. 30 cm bis zu 5 cm zum Boden hin, bis wir einen Wert ermittelt haben. So, dieser Wert liegt jetzt bei mir bei 77. Ich stelle ihn jetzt nur einen Tacken höher auf 78. Dann gehe ich in das Expert-Menü. Dort befindet sich der Bodennotch. Den Bodennotch setze ich von 90 über die Minustaste runter bis auf 85. Damit habt ihr ein wenig, ich erkläre es euch, die Mineralisation und auch der Steine etwas zurückgenommen. Aber gänzlich sind diese Signale noch da, aber kleinere Sachen sind damit rausgefiltert. So, jetzt gehen wir in das Menü, in das Hauptmenü rein. Dort habe ich den Disk auf 5 stehen, den belasse ich auch so. Den Sens auf 90 stehen, setze ich schon mal vorweg hoch auf 95. Wir haben jetzt die Kilohertzzahl oder die Suchfrequenz auf 14,4. Die belasse ich am Anfang so. Die Eisenlautstärke auf 1. Wer meine Videos kennt, weiß warum, aber für die neuen Zuschauer meines Kanals, deswegen die 1, dass ich zum Beispiel Eisenobjekte, die neben Buntmetallobjekten liegen, als Mischsignal angezeigt bekomme. Gehe ich gänzlich runter vom Eisen oder diskriminiere das komplett aus, könnte es sein, dass ich einen Obermasking-Effekt bekomme und damit auch das positive Signal weggefiltert. So, jetzt gehen wir natürlich in die Audio Response. Die habe ich auf 3. Und den Filter, den Bodenfilter auf 0. Und den belassen wir auch so. Dann die Audio Response. Da ist die Audio Response vielmehr. Die habe ich auch, oder? Ach, ich bin jetzt. Ja, ich kann das jetzt leider auch nicht mehr über meinem Ding. Also, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal die Brille. Doch, die Audio Response ist dieses jetzt erst. Die habe ich auf 4. Die habe ich deswegen auf 4, dass ich tiefere liegende Kleinstobjekte ein bisschen mit einem besseren Ton angezeigt bekomme. Setzt sie nicht zu hoch, dann könnt ihr nämlich dann nicht mehr unterscheiden, wie tief jetzt ein Objekt liegt. Im Expert-Modi und die Audio-Sättigung, also für, ich sag mal, oberliegende Teile, liegen auf 1. Wenn ihr sie zu hoch setzt, dann habt ihr so einen Schmierton. Ich sag mal, so einen extrem lauten, positiven Ton, den keiner mag. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Die Reaktionszeit war das eben. Nochmal, die Reaktionszeit habe ich auf 3 und den Bodenfilter auf 0. So, damit habt ihr jetzt meine Einstellung. Ich ziehe mal die Sonnenbrille wieder an, das ist extrem hell hier und sonnig. Ja, ich fange jetzt mal an zu suchen und hole euch gleich beim ersten Fund mit dazu. Und wir hoffen mal, dass es heute ein erfolgreicher Suchtag wird. Also dann bis gleich. Signal, ich hoffe, dass jetzt die Kamera anbleibt. Ein 60-61er. Geht hoch bis 66, hier würde ich schon fast sagen, ist ein Volli-Signal, ist auch nicht tief.
Wir werden mal nur die oberste Schicht wegnehmen, ja. So wie ich vermutet habe, es ist nicht tief, das ist in den ersten paar Zentimetern, also in den ersten zwei, um genauer zu sagen. Und da haben wir es auch schon, aber es ist kein Volli, sondern ich glaube so ein Bleiknopf ist das. Ja, so ein Bleiknopf. Also nichts Weltbewegendes. Also und ja, ich sag jetzt mal ein Schrottteil. Also der ist auch kaputt, also deswegen Schrott. Okay, dann bis zum nächsten. Ein weiteres Signal. 56 bis 61, auch nicht sehr tief. Auch in den ersten 2-3 Zentimetern, deswegen wenn wir auch nur die Spitze davon rausnehmen. Doch was tiefer oder versetzt vielleicht hier an der Kante, aber tiefer wird... Doch, es ist also tiefer. Dann könnte es ein größeres Objekt sein. Also stechen wir mal was tiefer ein. So, jetzt ist es wohl in dem Aushub. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Wir lassen es so mal drin. Ich glaube, das ist ein Granatsplitter von der Größe aus her. Und? Nein, es ist kein Granatsplitter. Es ist ein, ja, von irgendetwas ein Bronzebruchstück. So könnt ihr sehen, hat einen Rand. Könnte zu irgendeinem Bronzegeschirr sein. Also das heißt, ich sag jetzt mal, ein Bronzeteller oder von der Bronzekanne unten. Man sieht hier den Rand, ziemlich dünn. Ja, wie gesagt, könnte sein, könnte auch alles Mögliche sein. Alles klar, also bis dann, zum nächsten. Wieder ein Signal, geht hier Schlag auf Schlag mit Signalen. Aber wie gesagt, es war noch nichts dabei. Das ist 88, 87, auch nicht tief. Ich denke mir mal, ich werde nachher zum Schluss wieder in den Film filtern müssen. Ich kann euch leider nicht alles zeigen. Ich würde das gerne, aber das würde den Rahmen sprengen von der Zeit aus her. Und ich glaube auch, ihr seid nicht an den Schrottfunden interessiert, sondern eher an dem, was sich, sag ich mal, vielleicht ja, vom Optischen für euch ansprechender als die Münzen und sowas. Mal gucken, was das hier ist. Das ist jetzt hier wohl dabei, ne, liegt noch in dem Loch. Ist wohl jetzt abgefallen, jetzt wollen wir mal gucken. Na? Okay, dann werden wir jetzt mal den Pinpointer zum Einsatz nehmen. Könnte natürlich auch Eisen sein, was tiefer im Loch liegt. Ja, so wie es ausschaut, kann es Eisen sein, aber wir gucken jetzt nach. Nein, wieder ein großer Granatsplitter, der wohl in der Seitenwand saß, den ich wohl nicht richtig reinbekomme. Wenn man jetzt so betrachtet, könnte ich den euch wieder als Adlerfibel verkaufen, wie vor ein paar Monaten aus einer Folge. Sieht so ein wenig ähnlich aus, aber wie gesagt, eben halt nur Schrott. So, ich weiß natürlich nicht, können wir mal die Kamera zu mir drehen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich euch jetzt... alle Schrottfunde zeigen werde, ich glaube es nicht. Habe ich euch ja gesagt, sonst müsste ich da draus, ja, ich sag mal, eine Folge von Harry Potter machen, Herr der Ringe oder was weiß ich auch immer. Und da seid ihr wohl auch nicht dran interessiert. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, hier ein sehr schönes 66er, 65er Signal. Das sind eigentlich Volli-Signale. Und wir hoffen jetzt mal wirklich, dass es ein Volli ist. Ist auch nicht sehr tief. Ja. So, in einem der Knubbel ist es. Ah, jetzt ist es weg. War doch nichts gewesen. Doch, und ich kann schon einen Rand erkennen. Ich brauche den Pinpointer nicht dazu. Und ich glaube, es ist ein Volli, oder? Oder so ein Splitter? Nein, es ist ein Vollis.
So. Und so wie es ausschaut, also ich will nicht drüber reimen, er könnte was werden, weil ich glaube, hier kann ich schon einen Kopf erkennen mit Strahlenkrone, mit spitzen Bart. Es könnte ein Tetrikus sein, aber ich glaube eher, das könnte... Ja, nee, ich will es jetzt noch nicht sagen. Ich muss es zu Hause sauber machen. Aber, nee, ich halte mich mal zurück mit meiner Vermutung. Ja, auf jeden Fall, es ist ein römischer Vollis. Alles klar, dann bis gleich. Ich hoffe, dass es jetzt endlich anfängt. So, wir haben ein weiteres Signal, ein Mischsignal. Hier könnte Eisen bei Buntmetall liegen. Ihr hört ja hier, es ist ein einfaches Signal, quer geschwenkt, längs geschwenkt und etwas höher, es ist ein 52er. Also hier ist ungefähr das 42er und hier 52er. Oder es ist ein längliches Objekt, was beide Metalle verbindet. So, wir schauen nach. Ihr seid mit dabei. Raus damit. So, es ist draußen. Also es ist ein Signal, hoffe ich mal. Wir machen mal den Klumpen frei. So, hier muss es irgendwo beiliegen. Wir gucken. Oh, ja. Warum ist es ein Mischsignal gewesen? Ich glaube, zum einen, es ist jetzt erstmal für euch eine Fibel, eine römische Fibel. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich glaube, hier in der Nadel oder ich sag mal in der Spirale Aufnahme zur Nadel ist wohl ein Eisendorn drin. Dadurch die zwei Signale. Es kann natürlich aber auch sein, dass noch ein Eisenteil im Haufen liegt. Das werden wir gleich noch überprüfen zum Schluss. Aber hier, das ist eine römische Fibel. Ein schönes Stück. Freue ich mich wieder mal drüber. So, dann wollen wir mal nachgucken. Ansonsten bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein sehr lautes, stabiles Signal wieder. Ein 85er Signal. Hier in der Treckerspur. So, hoffen wir mal, dass es was ist, außer Granatsplitter und irgendwelche anderen Sachen. So, es ist draußen. So, es liegt hier oben bei, in dem Knubbel. Ja. Na. Mein Pinfointer, der fängt wieder an zu spinnen an. So, jetzt ist er da. Hier in dem Knubbel. Nein. Hier. Oh. Leute. Ich glaube, wir haben einen Sesterzen, ja? Es ist ein Sesterzen. Könnt ihr sehen? So, schreibe nicht drüber. Könnte noch was drauf sein. Vom Gefühl aus her, aber von der Oberfläche, ich weiß nicht, ob man das gut im Bild sieht, ist er ziemlich flach. Ich denke, der ist gut abgegriffen. Aber es ist eine römische Münze und dann noch so eine große. Alles klar. So, kann es eigentlich weitergehen mit solchen Funden. Also was heißt, mit römischen Funden. Alles klar, dann bis zum nächsten. So, nach langem wieder ein sehr schönes, klares, sauberes 53er, 52er Signal, so in Höhe der drei Erbsen hier, auch nicht gerade tief, wir brauchen also nur, oh Leute, hier, ihr seid live dabei, ich habe die Erde aufgestochen und guckt mal, was da rauskommt und ich hoffe es, ich hoffe es, ich brauche noch nicht mal den Pinpointer und guckt mal, wie sauber das Signal war und die Münze stach
schräg im Boden. Ich lasse das mal in diesem Aushub drin. Ich hoffe, so könnt ihr es mitbekommen. Ja, es ist eine Silbermünze und ich denke, es ist ein mittelalterlicher Dinar. Darüber freue ich mich besonders. Es fehlt zwar eine kleine Ecke, aber hier kann man den Bischof sehen. Jetzt gucken wir mal auf der Rückseite. Ach ja, ich sage ja immer, man soll nicht drüber, aber ah, nee, ich gehe nicht drüber. Ihr müsst also warten, bis die Münze sauber ist. Der Dreck hängt noch dran, aber es ist eine mittelalterliche Silbermünze. So, kurzum, ihr wisst ja, im letzten Jahr habe ich ja hier auch auf dem Acker eine mittelalterliche Fibel aus dem 12. Jahrhundert gefunden. Und dieser Dinar wird auch in das 12. Jahrhundert zu datieren sein. So, alles klar. Dann bis später. So, solche Funde, so kann es weitergehen. Alles klar, bis später. So, hier haben wir ein 86er Signal. Geht hoch bis 88, sehr stabil. Wir machen mal die Erde weg. Also hier. Oh, ziemlich groß scheinbar. Also hier in dem Bereich wird es sein. Stechen das mal komplett aus. So. So, hier oben ist es bei. So, hier. Oh. Ja, erstmal Pinpointer aus. Die meisten erkennen es schon. Ein Schlossnagel. Aber guckt euch mal die Größe an. Ein bisschen der Dreck ab. Den Rest zu Hause. Guckt mal. Also ich lege jetzt mal den Pinpointer daneben. Dann wisst ihr ungefähr. Oder hier mal die Spitze des Pinpointers. Also die ist kleiner als wie der Schlossnagel. Also das ist wirklich ein Schlossnagel und der ist komplett. Ich gehe mal davon aus, das ist von der Villa, von der Türe der Schlossnagel. Auf jeden Fall von einem Riesentor. Also nicht von der kleinen Tür. Also das Ding ist schon gewaltig. So. Ich glaube, das ist auch hier jetzt mein letzter Fund. Das hat wirklich lange gedauert. Ich bin jetzt hier schon seit 4,5 Stunden. Ich habe so viel Müll ergraben. Ich meine, gut, das ist jammern auf hohem Niveau. Ich habe natürlich hier tolle Funde bis jetzt immer. Aber ich werde, glaube ich, den Acker wechseln. Ich werde noch einen anderen Acker ansteuern. Mal gucken. Ich werde dann euch wieder dazu holen. Aber hier ist erstmal Schluss mit diesem Acker. Also dann bis nachher. So, kurzes Update. Der neue Acker ist gefunden. Wer meine Folgen verfolgt, das ist der Acker, wo ich vor 2 Jahren mit der Conny von unserem Stammtisch drauf war. Und gegenüber ist das der Acker, wo mich Pino und Daniel gefoppt haben mit der keltischen Fake-Goldmünze. Ja, ich bin 2 Stunden rumgefahren, habe leider nichts anderes gefunden außer diesen hier. Und hier versuche ich jetzt mein Glück und melde mich gleich mit dem ersten Fund bei euch. Ach so, ja, zu den Einstellungen. Ich werde alles soweit wieder so einstellen wie beim ersten Acker, nur ich werde jetzt mit der 31,3 kHz Variante gehen. Also dann bis zum ersten Fund. So, hier habe ich ein Signal, ein 80er Signal. Und ist sehr stabil. Der Boden ist sehr locker. Ist zwar schön zum Graben, aber ich sag mal Mist für die Funde, die etwas tiefer liegen, ne? Ja. Gerne bei, doch. Dabei. Ist es das? Ja.
ein kleines Stück. Oder ist das, ach, das war mal, oder? Nein, ist nur ein Stück, ja, Kupferblech. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Teil vom Fingerhut, aber, na, auch ein Teil Schrott. Ja, jetzt fängt das genauso an wie auf dem letzten Acker, erstmal viel Schrott. Ich werde wohl hier auch nur die, wenn überhaupt die guten Funde, vielleicht einen Schrottfund dabei. Dann wird das ein kurzes Video. Aber was habt ihr davon, wenn ihr meine Schrottfunde seht? Ihr wollt ja nur die ordentlichen Funde sehen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier ein 63er Signal. Also Leute, ich habe bis jetzt nach einer Stunde nur Schrott ausgegraben. Ich weiß ja nicht, ob ich das an das Video hängen soll. Also wie gesagt, hier ein 63er Signal. Ist auch nicht tief, ist in dem lockeren Boden. Ja. So. Also die ganze Zeit entweder Alupapier, Blei. Ja. Ja, das ist Schaufel. Also hier. Okay. Der erste Volley. Aber guckt mal, wie klein der ist. Ob da überhaupt noch was drauf ist, ist eine Frage. Also der Acker, der war mal gut oder ist vielleicht auch noch gut. Nur da ist zu viel Luft jetzt durch den Grubbern drin. Also ich bekomme nur das, was wirklich oberhalb liegt. Und ja, okay, das würde ich noch an das Video mit anhängen. Also ich werde jetzt nur noch Funde anhängen, die sich lohnen. Das heißt also beispielsweise wie jetzt so ein Volley oder irgendwas dergleichen. Aber ich werde jetzt keine Schrottfunde mehr anhängen. Ich glaube, ich werde alle Schrottfunde rausnehmen. Es wird ein kurzes Video. Aber dann ist das auch in Ordnung. So zum Schluss kriege ich ja die Zusammenfassung, was ich alles an dem daran Schrott in der Tasche habe. Ach ja, nee, einmal habe ich ja schon entleert. Oh, das habe ich vergessen aufzunehmen. Also vom ersten Acker habe ich jetzt vergessen aufzunehmen. Ich habe jetzt das in der Tasche, was ich jetzt von diesem Acker habe. Aber das spielt ja keine Rolle. Es ist jede Menge Schrott. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund. So, hier ein 88er Signal. Sehr laut, ist auch nicht sehr tief. Wird wohl in den ersten 3 cm, 3-4 cm sein. Ja. Die Hoffnung stirbt jetzt so langsam bei mir. Also so viel Schrott, wie jetzt ich auf diesem Acker ausgegraben habe. Echt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bis jetzt ein Volles gefunden. Ja, und der Kleine, den ihr eben gesehen habt. Und sonst nur Schrott. Okay, ein Knopf oder eine Münze? Okay, ist eine Münze, aber keine Römermünze. Ich gehe davon aus, dass das so 2 Pfennig oder irgendwas dergleichen ist. Also aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Jetzt werden sich viele denken, oh Gott, warum freut er sich nicht? Ne? Also da entzieht sich mir die Freude jetzt mittlerweile. Ich meine, es ist besser als ein Granatsplitter oder den Schrott, den ich bisher so ausgegraben habe, aber wieder nichts. Okay, bis zum nächsten. So, ein Suchertag neigt sich dem Ende. Oder er ist zu Ende. Ich bin am Ende. Ihr könnt mal gucken. Ich habe mir bestimmt gut die Jacke verbrannt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Frauchen wird nachher sehr harte Worte an mich richten. Ja. Ja, dennoch, ja. Wie war der Tag? Ja, wenn ich mal so an den Verlauf des Tages zurückdenke jetzt. Ja, was soll ich sagen? Viel rumgefahren, dann den ersten Acker gefunden, da lief es einigermaßen gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann suchst du den zweiten Acker, vielleicht wird es besser. Nee, ist es leider nicht.
Ich bin dann wirklich fast auch wieder 1,5 Stunden rumgefahren, bis ich dann wieder einen freien Acker, und das war dieser hier, gefunden habe. Und da kam nur noch Schrott. Ja, zum Schluss sage ich euch, ja, ich werde das Video so schneiden, dass nur die Funde kommen, ja, die sehenswert sind. Die ganzen Schrottfunde, die blende ich aus. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel zusammengekommen ist. Ich zeige euch jetzt nur mal, was jetzt von diesem Acker jetzt zusammengekommen ist. Und da war ich jetzt auch gut 2,5, 3 Stunden drauf. Auf diesem Acker habe ich nur einen Vollis und eine, ich würde mal sagen, ein 2-Pfennig-Stück oder dergleichen gefunden. Das war es dann. Aber jetzt guckt mal hier die Schrottausbeute von diesem Acker. So, packen wir das mal alle raus. So, ich kann da mal gucken. Das ist jetzt von, ja, 2,5 Stunden. Also sämtliche Kleinsteile dabei. Ihr könnt ja sehen, das sind ja auch hier sowas hier, so ganz kleine Kugeln. Ja, total viel Schrott. Und das jetzt für 2 Münzen. So, die Münzen, die kann ich euch jetzt mal zeigen. Die Funde, die sehenswert sind. Die haben wir jetzt hier. Ich pack mal alles aus. Das ist hier der Schlossnagel. Ich hoffe, das ist drin. Die Fibel. Der Sesterz. Der Volli von diesem Acker hier. Dann der Volli vom anderen Acker. Der wird eigentlich noch was. So, dann, wie gesagt, hier von dem Acker das 2- oder 5-Pfennig-Stück. Ja, und ich glaube, der beste Fund heute am Tag ist dieser Silberdinar. So, ich glaube, das war es auch schon. Mehr ist heute ja nicht zusammengekommen. Also insgesamt 7 Funde an fast 8,5, 9 Stunden. Dafür war ich heute unterwegs. Ja, jammern soll man nicht. Hierfür hat es sich schon eigentlich gelohnt. Hier für den Silberdinar und hier für den Schlossnagel und die Fibel. Die anderen Funde, ja, sind durchweg, glaube ich, Schrott. Oder ich sag mal, nicht mehr gut erhalten. Ja, man nützt nichts. Also, wir werden uns zu dem nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, dann sind die Felder ein bisschen besser als wir jetzt. Jetzt wird vielleicht noch ein Video nächste Woche gedreht. Und danach geht es für mich erstmal für 5 Wochen in Urlaub. Ne, zuerst kommt das Treffen und danach geht es 5 Wochen in Urlaub. Dann werde ich wohl erst Mitte Oktober wieder zum Suchen kommen. Ja, zum Schluss nochmal einen Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, dann grüße ich meine ganze Fangemeinde oder meine ganzen Abonnenten hiermit. Habt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann. Tschüss, euer Markus. Thank you.